Gut, Leute, seid ihr bereit für eine kleine Reise nach Tschernobyl? Ich glaube mal schon. Ja, wie ihr sagt, das Abo-Spezial ist jetzt vollbracht. Das Abo-Spezial ist so gesagt bearbeitet worden oder ist vollendet. Ich habe jetzt drei Parts von Abo-Spezial erstellt. Und nun wird es, dass wir uns nach Tschernobyl begeben. Ja. Ich mag Tschernobyl. Ich mag kaputte Atomreaktoren, die immer explodieren tun. Ich mag Gammastrahlung. Genau. Ja. Ist ja auch lustig, ja. Gammastrahlung macht Spaß. Gammastrahlung, was wir brauchen? Ja. Naja, legen wir los, legen wir los, legen wir los, legen wir los. Willkommen zurück zu Tschernobyl Du fühlst Movies. dich auch nur cool, weil du ein Cowboy bist, oder was, du Arschloch? Ja, was willst du? Du willst Stress, ja? Wir spielen im Atomkraftwerk von Mr. Burns. Das geht folgendermaßen. Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns, Bium, Bium, Mr. Burns. Mr. Burns, Mr. Burns. Ja. Jetzt immer ein bisschen friedlichere Mucke. Mit folgendermaßen. Bium, 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 Bium. Ich möchte Super Mario spielen! Ich will Tschernobyl spielen! Gut, okay, weiter geht's. Willkommen zurück in die Rusty Bucket Bay So, Parodie meine von Lieben, Banjo herzlich willkommen. Kazooie. Wir wollen heute die Was Stadterstörung erwartet uns kennenlernen. Und hier? was ist das? So ein Schrott, Alter! Guck mal, Leute, da sind sie! Die Atomreaktoren! Die haben das Kraftwerk erreicht! Hier, das sind die Reaktoren! Ja! Hier, könnt ihr rein! So ein Schrott, Alter! Weiter geht's! Seid ihr bereit? So ein Schrott, Alter! Das ist nicht gut. Ich hasse es, ein so vielversprechendes Mitglied der Zucht zu verlieren. Ach so, Security. Neue Wächter? Ich könnte Hilfe brauchen. Ist doch egal, du Debrion. Wo liegt das Problem? Warum sollte ich euch helfen? Warum sollte ich euch helfen? Das hier ist ein Mabari. Sie sind eine kluge, starke Rasse. Sein Besitzer ist in der letzten Schlacht gefallen. Der arme Hund hat Blut der dunklen Brut geschluckt. Ich habe hier Arznei, die ihm helfen könnte. Aber er muss erst einen Maulkorb bekommen. Wieso denkt ihr... Wieso denkt ihr... Versuchen wir's. Geht in den Zwinger und lasst ihn an euch schnuppern. Wir werden sofort wissen, ob er auf euch reagiert. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ich möchte ihn wirklich nur ungern aufgeben. Okay. Hoho!
anlegen. War das jetzt, Gut gemacht. Jetzt kann ich den Hund versorgen. Armer Kerl. Mir ist da etwas eingefallen. Ich bin nur weh. Es gibt eine bestimmte Chancen dieses Hundes verbessern könnte. Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist es eine Blume, die hier in den Sümpfen wächst. Falls ihr zufällig auf eine stoßt, würde mir das sehr weiterhelfen. Sie ist unverwechselbar. Vollkommen weiß, mit einer blutroten Mitte. Gut. In der Zwischenzeit fange ich mit der Behandlung unseres armen Freundes an. Gut. Okay. So gesagt, müssen wir zur Blume 2000. Das heißt, wir müssen ins Einkaufszentrum hinüber. Genau. In Blume 2000 ist alles schön. In Blume 2000 macht der Shop immer mehr Spaß. Ja. Ja, ich bin dumm. Manchmal tue ich so ein bisschen auf doof, wie gesagt. Wenn ich in der Fantasy spiele. Was ist denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen. Der Kraftwerkchef. Sie wünscht euer Beisein. Was ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl. Übrigens, hätte ich sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen. Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Du schwanzlutschende Fickbratze! Rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg. Hallo, Herr Kraftwerkschef. Das Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Okay, was müssen wir jetzt tun, um den Reaktor so gesagt für den Krieg zu genehmigen? Wie bitte hört sich gut an? Ach, nichts. Ich versuche nur, die Vorteile von all dem zu finden. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Deine Mutter. Wir kennen uns nicht. Ihr müsst Alster sein. Und dann seid ihr wohl Duncans neuer Rekrut. Erfreut euch kennenzulernen. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Gut, okay. Wir müssen so gesagt jetzt die Uranstäbe suchen. Diese Uranstäbe sind so gesagt wichtig für die Atomreaktoren. Genau. Sehr erfreut. Mein Name ist Autobahn, das stimmt. Wir müssen wen das Uran. Das war der Name.
Nur aus Neugierde. Hattet ihr schon mal eine Begegnung mit der dunklen Brut? Und ihr? Ich war bei der ersten Begegnung nicht darauf vorbereitet, wie monströs sie sind. Als Frau, du gottverdammter Riecher! Wie auch immer. Sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Ich kann nicht lesen. Wirklich? Aha, ganz was Neues. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Gut. Drücken Sie L1 oder R1 an dieser Stelle. Gruppenmitglied zu wechseln. Oh, cool. Aber jetzt kann man sogar beide spielen, so, oder? Ihr kleinen vollkommen Schritt und Schritt. Ihr denkt, gut, okay. Dann müssen wir jetzt so gesagt die verlorenen Uranschädel suchen. So gesagt, das Kraftwerk ist so gesagt das Wichtigste an Tschernobyl. Dieses Kraftwerk ist so gesagt das Heimleitturnier. Ja. Hackfressen. Hallo, ja. Wollt ihr alle Chef? Stress? Ich gebe euch Hallo, drei. Security-Chef. Drei verfickte Sekunden. Komm mal hier mit der Kamera drin. Drei verfickte Sekunden, das ist so ein wenn du uns habt mal. Ihr noch irgendwas zu sagen? Was ist das? Besonders du, Luigi. Genau, du erst Dann. Recht. Die sagen nichts. Jean-Boy, was soll das? Warum sagen die nichts? Okay, wir geben euch drei. Das ist ja Kraftwerk-Chef. Yeah! Ich will auch das machen. Nimm das, ihr Motherfucker, Alter. Nimm das. Die ehrwürdige Mutter hat überfallen. So wie sie die Schuld ja, und nun sie habt ihr komplett verloren. Wir brauchen Uran! Wir brauchen Uran! Ja. Wir können es uns nicht lassen, irgendjemanden zu verärgern. Wir dürfen unseren Feind Uran! Atomkraftwerk! Ich sorge dafür, dass wir vollzählig sind. Das hier ist ein Ritter aus Radcliffe. Wie geht es euch? Und das hier ist Davis, ein Bursche aus Denerim. Genau, das bin ich. Ich bin ein Bursche. Und das hier ist natürlich der Rekrut, den Duncan uns angekündigt hat. Nun denn. Gut. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir... Suchen wir Uran. Ihr werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Zweifellos. Die dunkle Brut ist nicht unbedingt dafür bekannt, ihr Blut freiwillig herzugeben. Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Rohrputzer! Wurden sie magisch versiegelt. Kaktusrohrputzer! Ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Warte mal. Die Schriftrollen enthalten Unterstützung zugesichert wird. Bei dem, was uns bevorsteht, könnten diese Verträge hilfreich sein. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Ach so. Der Bauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Ach so, das ist der Exportmeister. Jetzt verstehe ich das. So gesagt, ist er für die LKW-Lieferung zuständig, ja. Verstehe. Naja, okay. Wertes Kraftwerk. Wir kommen gleich wieder. Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Gut, dann fahren wir mal LKW.
auf den LKW. Schöne Sache, schöne Sache. LKW fahren, also man denke ich kein LKW, aber okay. Warte mal, ich verwende um ein bisschen die Wesen zu analysieren. L2. Gut. Wir sind lustige Brummis von der LKW-Gemeinschaft. Wir wollen LKW fahren. Gibt es so gesagt eben, gibt es so gesagt eine Menge Autobahnreiser. Ich bitte darauf zu achten, dass diese Fahrzeuge von der Polizei verfolgt sind. Vielen Dank für Ihre Nachricht, für Ihre Aufmerksamkeit. Ist ja voll. Okay, der Radiosinn hat gesagt, hier ist jetzt sehr viel mit Autobahnrasern zu tun. Dann müssen wir so gesagt aufpassen. Das Wichtigste ist, dass wir so gesagt. Erstmal würde ich speichern. Apo-Wett-Untermahnung von vier SpongeBob und Luigi. Das ist ja wirklich hinreißend. Wie gesagt, dann geht das Autobahnspiel gleich weiter. Also sowas. Gut, auf der A300. Da habt ihr auch was verdient. Tschüss, tschüss, tschüss. Wo gibt es irgendwo, wo kein Wasser ist? Worüber? Die neuesten Nachrichten. So gesagt, gab es eine Prügelei auf der Autobahn Raststätte der A395. Ja, wir rufen den Krankenwagen. Es ist eine lustige Autobahnwelt. Gut, okay. Wie es weitergeht auf der A395, dann im nächsten Part. So gesagt, spreche ich noch einmal ab. Und dann bis zu der nächsten, liebe Leute.